Grüezi miteinander, wir stehen da in der neuen EMV-Halle der Eurofins in Rossens. Neben mir ist der Urs von Kennel, er ist der Leiter EMV in der Firma Eurofins. Urs, was kann ich mit so einer Halle machen? Mit so einer Halle kannst du viel machen, aber eigentlich das Wichtigste, was wir sicher hier machen, sind EMV von Geräten messen. Das heisst, wir messen die Störaussendung und Störfestigkeit von elektrischen und elektronischen Geräten. Das heisst, wenn man jetzt hier die Störaussendung messen möchte, dann muss man ja irgendwie die anderen Störungen rausschliessen können. Und das braucht man, für das braucht man so eine Halle, die da eben entsprechende Schirme gibt. Bei der Störfestigkeit machen wir sehr grosse Felder, die die Umgebung stören. Das Gerät wird vielleicht auch gestört, das müssen wir beurteilen. Aber damit die Felder nicht rausgehen eigentlich in die Umgebung und andere stören, brauchen wir auch wieder eine Halle, die das abschirmt. Ihr habt, man muss ehrlich sagen, der ganze Prozess ist sehr, sehr schnell gegangen. Wir haben das, dürfen wir sagen, wir sind genau vor einem Jahr da gewesen, wo wir da gestartet haben. Innerhalb von einem Jahr hat man die ganze Halle, zwei Hallen eingebaut. Man hat auch einen grossen Teil von dem ganzen Gebäude müssen in dem Sinn umstellen. Wir haben gleichzeitig noch einen volllaufenden Betrieb gehabt. Wie haben wir das alles zusammen unter einen Hut gebracht? Das war ja eine wahnsinnige Aufgabe gewesen, oder? Das ist richtig, das war eine riesen Aufgabe gewesen. Wir haben zum Glück auch einen guten Partner dazu gehabt. Also ihr von der Emitec und der Lieferant, der Albatros Projects, hat dann nachher mit uns in dieser kurzen Zeit, eben vor einem Jahr, sind wir da rein gewesen, haben die ersten Ideen gehabt, haben dann überlegt, was könnten wir machen, haben das noch ein bisschen redesignt und eigentlich praktisch anfangs dieses Jahr, also jetzt vor nicht einmal ganz 9 Monaten, haben wir dann die Pläne finalisiert und haben angefangen, das zu planen. Und das war eine Riesensache. Und einerseits eben unsere Partner, auf der anderen Seite aber unsere Mitarbeiter, die haben einen rechten Teil von ihrer Zeit da eben auch mitgeholfen, indem sie das vorbereitet haben, aufgeräumt, geschaut, dass die Kunden ihre Teile, die sie immer haben müssen, messen. Also das heisst, ihre Teil freigehalten war und trotzdem dort für unsere Kunden noch sauber können messen, während wir hier umbauen haben. Ja, wir sehen, das Resultat sind zwei Hallen, eine sogenannte 5-Meter-Messhalle, also die Distanz zwischen der Antenne und dem Messobjekt ist 5 Meter, die andere ist eine 3-Meter-Halle, plus wir haben noch zusätzliche 10-Meter-Halle, also Eurofins ist in Rossens ausgerüstet, um perfekt in dem Sinne ihre Kunden zu betreuen. Und ja, viel Spass mit diesen neuen zwei Hallen und gute Zeit. Danke vielmals. Danke.